dies. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mr. ES, that's the part you always show. You're too curious. Maybe you mach ich was vor. Aber guck mal, meine coolen Muskeln, ja? Aber warum hat mir Deadpool meine Yacht geklaut? Ich will sie so sehr zurück. Weißt du was? Ich hole sie mir auch zurück. Mit Motivation ging die Katze los, um ihre Yacht zurückzuholen. Traf sie ein Lama. Geflext. Ah, oh, er hat eine Nachricht von Midas bekommen, dass Midas ihm hilft. Okay, anscheinend hat er Freundesbots bei ihm im Büro gelagert. Da machte sich die Katze aus dem Weg. Ganz chillig, weil der Midas gesagt hat, lass die ruhig Zeit. Aber er wollte unbedingt die Yacht zurück. Und deshalb ging er wieder schneller. Huch, er hat bemerkt, dass er doch gar kein Wasser mag. Schoss dagegen wie ein Irrer. Er hat sich erschreckt, wie weiß er sich was. Ach, die Fische. Die hat er auch abgeschossen, weil er Hunger hatte. Er hatte ja ein Trampolin aufgesammelt. Er wusste erstmal nicht, was das ist. Er hat es ausprobiert, hat sich gewundert. Oha, man kann damit hochspringen. Das kann ich doch nutzen, um meine Reise zu verbessern von der Thema Geschwindigkeit. Ich sprang drauf und flog davon. Da sah er der Agency ganz fröhlich. Er ist glücklich dorthin gelaufen, in der Hoffnung, dass Midas ihn nicht verarscht hat. In der Agency angekommen, hat er nun Midas Büro gesucht. Die verzweifelte Suche hat begonnen. Da hat er wieder Midas geschrieben. Und Midas hat gesagt, das war nicht in seinem Büro, es war ein Büro von einem seiner Angestellten. Fangen wir wieder an zu suchen. Hat er es endlich gefunden? Die Freundesputzgranaten. Sehr schön. Und dann machte er sich auf den Weg zu der Yacht, um seine Yacht wieder einzunehmen. So, ist ein ziemlich sechs gelandet. Sehr schön. Flog rüber zu den Turbinen. Hat gemerkt, dass Wind ihn auftreibt. Und ist zu Deadpools Yacht geflogen. Und auf einmal, wo er gelandet ist, wurde er abgeschossen. Hat seine Freundesbots gespawnt, was er da gemacht hat. Und hat die Gegner abgeschossen. Hat all seine Freundesbots gespawnt. Sie haben sehr gut gekämpft. Ein paar von denen waren sogar unter Wasser. Er hat sie gesucht, doch nicht gefunden. Aber er hat vergessen, dass er Wasser nicht mag. Ist doch gut. Ist in die Yacht reingegangen, hat seinen YouTuber-Bereich gefunden, hat sich gefreut, wollte durch den Sitzsack durchlaufen. Und dann ist er durchgelaufen und musste alles zerstören, was mit Deadpool aussieht, weil er ihn so hasste. Doch Deadpool war nicht auf dem Schiff. Er war
woanders feuern. Und die Yacht hat er alleine zurückgelassen. Ha, was ein Pechvogel. Da machte sich die Katze auf die Arbeit, alle Poster von Deadpool zu zerstören. Er lief und lief. Und suchte noch mehr Deadpool-Sachen. Da hat er was entdeckt. Und suchte weiter. Doch auf einmal wurde er angeschossen. Er musste sich verteidigen mit seiner Waffe. Hat er dann gebracht. Und dann kamen noch mehr. Anscheinend die Unterstützung. Und Deadpool würde wahrscheinlich auch bald hier sein. Doch was ist das? Er ist gestorben. Und dann sagt er das. Ich bin zwar gestorben, aber ich komme wieder.